Und als nächstes sind wir jetzt raus aus der Höhle, genau. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Oh, das nennt sich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann schon für eine Rolle? Und was bildest du dahergelaufener Bandit dir eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen, für dich heißt das ihre königliche Hoheit? Erspar mir dein Gesülz, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar. Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst immer einen auf feinen Ritter. Bitte hört auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher, ich sollte diese Reise tatsächlich nicht als Garnet fortsetzen. Sag mal, sie dann, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da, naja, das ist ein Dolch. Aber nicht irgendeiner. Ein sogenannter Liliendolch. Extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter, die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Händer. Und dann wären dann noch. Danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nennt mich von nun an Lilly. Nennt mich von nun an Lilly. Sie dann, was haltet ihr davon? Also ich finde den Namen klasse. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuche doch mal einfach so frei von der Leber weg wie ich zu plaudern, nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein. In einem Fall wie diesem sagt man zum Beispiel, was würdest du wohl sagen, Vivi? Okay, ich werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Ja, das ist es. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann so langsam mal. Ich würde gerne meinen Dolch wieder haben. Mein Silent Quildea. Oder dieses Liliendolch-Dings da. Ja, dann halt nicht. Dann hat ihn halt jetzt Lilly. Menschenskinder, ey, die Frauen hier. So, wo können wir denn hin? Da wäre ein Türchen, wo wir hingehen könnten. Da wäre das Dörfchen. Wir werden jetzt erstmal zum Türchen gehen. Einfach weil wir es. War aber eigentlich klar, dass der erste Kampf nicht lange auf sich warten lässt in diesem Bereich. War nicht anders zu erwarten. Jetzt wisst ihr auch, warum ich keine Kämpfe mehr drinnen gemacht habe. Das war nicht clever von mir. Das war absolut nicht clever von mir. Ich habe vergessen, meine Magiepunkte aufzuladen. Und hiermit habe ich dann quasi ein Problem, wenn drei Gegner kommen, weil ich nur zwei Nahkämpfer habe. Aber ich denke mal, das kann man schon so verkraften. Ach, das gibt sogar 30 Punkte pro Kopf. Zack, Level up. So.
Ja, das machen wir dann so weiter. Wir brauchen jetzt fast schon 1000 XP fürs nächste Level. Das ist ja schon heftigst. Ich weiß noch, eine Zeit, da musste man 30.000 oder so sammeln. Das war echt brutal, ey. Brutal war das, ey. Ich sag's euch, ey. Ich schwöre, ey. So, jetzt hat Lilly auch seinen. Zack. Das ist das Südentor. Wenn mich nicht alles komplett irrt, ist das das Südentor. Ausruhen. Die alte Vega braucht meistens aber ein bisschen länger, bis sie hier ist. Macht nichts. Dann warte mal schön. Also, wenn ich warte, dann kommt irgendwann mal was. Wenn ich warte, dann kommt irgendwann mal was. Wenn ich warte, dann kommt irgendwann mal was. Ach, da ist sie. Hallöchen, ich bin Mary und arbeite in Vegas Itemladen als Aushilfe. Ja, ausruhen. Schlafen kostet 100 Jill. Naja, machen wir das einfach mal. Jetzt sind wir ausgeschlafen, hoffe ich mal. Ja, als nächstes würde ich gerne bitte einkaufen bei Ihnen. Ja, einkaufen habt ihr schon verstanden. Möchte mal sehen, was wir so haben. Antidote. Veränderungen wie die, das brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir unbedingt. Zack. Zack. Das ist schon frech, was wir hier machen. Oh, wir sind echt. Oh, wir haben das Geld, ja. Einfach alles 99. Danke für diese Blumen, danke für diese Loyalität. Oh, danke. So, jetzt haben wir alles 99-fach. Bis auf die Zelte halt. Aber das ist ja kein Problem. Haben wir fast unsere gesamten Jill ausgegeben. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das ist schon ein Vieh hier. So, wir werden jetzt nur noch in die Stadt Dali begeben. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Fuck, ich bin ein Vollidiot. Vor die Stadt werden wir uns begeben. Dann werde ich ein Cut setzen und dann weiß keiner mehr, was das ist, was ich gesagt habe. Und wir haben unser erstes neues Monsterchen hier. Sie dann klau mal bitte. Schwarzmagie, ein Zelt. Ja gut, das geht sogar. Das benutzt Feuer, das Viech. Okay. Und hat auch ein bisschen Bums hinter seinen Angriffen. Mal schauen, wie viel es aushält. Vivi benutzt seine Feuerattacke. Zack. 56 nur. Aha. Attacke, Attacke. Und mal schauen, wie viel das aushält jetzt noch. Gegen die Dinger ist also nicht mehr so dieses Feuer effektiv. Das ist natürlich etwas blöd. Na gut, aber so viel hat er auch nicht. Vielleicht 250 Leben. Und das Ding hat auch unter 200, denke ich mal. So, das war's dann. Aber warum hat Vivi nur 50 abgezogen? Das ist natürlich eine Frage, die ich mich stellen muss. Inventar ist voll. Ja, das ist leider so. Unser Inventory ist leider full of shit. Nee, full of shit ist es nicht, aber man kann halt immer nur 99 von etwas tragen. Leider muss man etwas sagen. Muss man wirklich sagen, dass es leider so ist. Ja, als nächstes hätten wir da dann die Riesenviecher wieder. Ja, okay. Also wir machen Steiner mal deine Attacke hier da drauf und Lilly macht das nicht. Nee, mal Clown angreifen, machen wir hier schön. Und zack, ach, die haben noch nicht mal 200 Leben. Das ist natürlich ganz bitter für die. Die bringen dann aber auch nicht so viele Erfahrungspunkte, müsste sein, oder? Ja, wobei, eins sind schon mehr als die anderen. Eins sind schon mehr als die anderen. Na gut, meine kleinen Freunde.
Wir werden jetzt hier vor dem Dorf speichern. Und bevor wir da jetzt reingehen, wir rufen ein Mogri. Speichern. Kupo. Steckplatz 1. Kupo. Überspeichern. Kupo. Abgespeichert. Kupo. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, meine Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Final Fantasy 9. Chosen.